Für die Fraktion Die Linke hat jetzt das Wort die Kollegin Heike Hensel. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, kommende Woche treffen sich in Santiago de Chile zahlreiche Staats- und Regierungschefs aus Europa und Lateinamerika, diesmal erstmals mit dem Staatenbündnis CELAC. Und dieser Gipfel findet ja alle 2 Jahre statt. Lateinamerika ist in der Tat selbstbewusster geworden. Und das ist unter anderem auch vielen Mitte-Links-Regierungen zu verdanken, die sich nämlich massiv gegen dieses aufgedrückte neoliberale Wirtschaftsmodell aus der Europäischen Union wehren. Und die Linke hat in vielerlei Hinsicht diese Regierungen bei dieser Politik unterstützt. Und das wird sie auch weiterhin tun. Beigetragen haben dazu natürlich auch die sozialen Bewegungen. Und sie organisieren deswegen auch kommende Woche einen Gegengipfel, Enlazando Alternativas, alternative Politik zu entwickeln. Und das in einem Land wie Chile, in dem letztes Jahr Millionen von Studierenden, Schüler, Gewerkschaften auf die Straße gingen, um gegen diesen Neoliberalismus und gegen den Ausverkauf von Bildung, von Wasser, von all dem zu protestieren. Und das war, glaube ich, eine eindrückliche Bewegung. Und auch sie braucht unsere Unterstützung. Und sie mobilisieren vor allem, Frau Hübinger, auch auf diesem Gegengipfel gegen die Freihandelsabkommen, die die EU abschließt, mit Kolumbien, Peru, mit Zentralamerika. Und weshalb? Ich will Ihnen 2 Beispiele nennen. Es gibt viele Gründe, aber 2 Beispiele. Erstens, die EU kann unter anderem laut Vertrag jährlich über 60 Millionen Liter Milch nach Kolumbien exportieren, hochsubventioniert, spottbillig. Die kolumbianischen Kleinbauern können mit ihren 2 bis 3 Kühen 5 Liter pro Tag produzieren, aber bei weitem nicht mit dieser Billigmilch aus der EU konkurrieren. Mehr als 500.000 Kleinbauern werden ihre Existenz verlieren, die bisher davon leben konnten. Jetzt frage ich Sie von der Bundesregierung, wie wollen Sie eigentlich der Bevölkerung hier erklären, dass Sie Steuergelder ausgeben für Entwicklungsprojekte in aller Welt, auch in Kolumbien, wenn Sie gleichzeitig eine Politik betreiben, die wieder zu Armut und neuer Armut beiträgt? Das ist eine kontraproduktive Politik, und deshalb können Sie diesem Abkommen schon nicht zustimmen. Und zweiter Punkt. Alle reden von der Regulierung der Finanzmärkte. Heute erst Antrag CDU, FDP, strenge Regulierung der Finanzmärkte. Was haben Sie in die Abkommen reingeschrieben? Eine weitgehende Liberalisierung der Finanzdienstleistungen. Es gibt Studien aus der EU, der Wissenschaftliche Dienst hat es sich angeschaut. Die Verträge sind völkerrechtlich bindend. Die EU wird eine geringere Handhabe haben, Finanzdienstleistungen zu kontrollieren und strenger zu regulieren. Und für Kolumbien und Peru ist es besonders brisant, weil es nämlich auch die Geldwäsche aus Drogengeschäften erleichtern wird. Und deshalb kann ich Ihnen nur raten, schauen Sie sich diese Handelsabkommen an, was Sie damit wirklich verantworten. Und ich kann Sie nur auffordern, es wird hier im Bundestag diskutiert werden, stimmen Sie gegen die Ratifizierung dieser Freihandelsabkommen. Sonst brauchen Sie nicht von Armutsbekämpfung und Regulierung der Finanzmärkte sprechen. Und jetzt komme ich zum Schluss zu Kolumbien, weil es wirklich eine historische Zeit in Kolumbien ist und endlich neue Friedensverhandlungen aufgenommen werden. Und ich kann nicht nachvollziehen, dass Sie erzählen von der FDP, die Unterstützung von Friedensprozessen sei kontraproduktiv. Ich sage Ihnen, Unterstützung von Friedensprozessen ist allemal besser als Militärintervention und Soldaten in alle Welt zu schicken. Und das können Sie sich von der Regierung wirklich hinter die Ohren schreiben. Und dann noch ein zweiter Punkt. Sie sprachen von Narkopolitik, Unterstützung hier der Drogenhändler. Es gibt auch den Begriff der Narkopolitik. Das sind nämlich die Politiker in Kolumbien, die massiv in Drogengeschäften und paramilitärischen Strukturen verstrickt sind. Dazu gehört der ehemalige Präsident Uribe, der gerade deswegen vor Gericht steht. Und wer hat Uribe denn die Hand geschüttelt? Das war doch die Regierungen auf Ihrer Seite. Sie haben Uribe unterstützt, beste Beziehungen gepflegt. Jetzt ist er als ein Drogenpolitiker
Politiker angeklagt in Kolumbien. Und da machen Sie Ihre Politik total unglaubwürdig. Und wenn Sie Kuba kritisieren, normale Beziehungen zu Kuba im 21. Jahrhundert sind mehr als überfällig. Dazu kann ich nur aufrufen. Und wenn Sie Kuba kritisieren und gleichzeitig Waffen an Diktaturen in aller Welt liefern, dann haben Sie hier auch eine völlige Doppelmoral. Kümmern Sie sich lieber mal um die Panzerlieferungen nach Saudi-Arabien, Herr Ehrenburg. Sie sind in meinen Augen ein alter Krieger und ein kalter alter Krieger. Und die FDP, ich würde sagen, viele in der FDP, die eine liberale Tradition gepflegt haben, werden sich im Grabe umdrehen bei Ihrer Rede. Als letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt.